Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute gibt es ein Reaction-Video zu einer ZDF-Info-Doku. Das ist ein neues Format für unseren Kanal, aber solche Reaction-Videos sind natürlich etwas komplett Normales und Alltägliches auf YouTube. Und deswegen will ich auch mal ausprobieren, ob euch das gefällt und ob euch das was bringt, wenn ich zum Beispiel auch manchmal fragwürdige Beiträge von zum Beispiel ZDF Info, von Arte oder von anderen Veröffentlichungen ein bisschen kommentiere und vor allem auch einordne und womöglich auch mal ganz positive Beiträge ein bisschen mit weiter erklären kann und mit einordne und ihr damit vielleicht dann auch ein gutes Gefühl dafür bekommt, was tatsächlich hier teilweise von den Medien fragwürdigerweise veröffentlicht wird, wo man fast schon vermuten muss, dass da Lobbyinteressen irgendwoher dahinter standen, wie auch in dem Beitrag, den wir uns heute anschauen werden. Diese Doku heißt Kohle, Wind, Atomkraft, das Problem der nachhaltigen Stromversorgung. Eine ZDF-Info-Doku hier auf YouTube. Das verlinke ich natürlich auch unten mit in der Videobeschreibung. So ein Reaction-Video lebt natürlich davon, dass ich hier eine neue Schöpfungshöhe erreiche und es deswegen auch nicht einfach urheberrechtlich fragwürdig ist, sondern tatsächlich ich hier euch diesen Beitrag immer mal mitlaufen lasse und dann vor allem immer kommentiere und einordne, ob das gerade Sinn macht, was die Kollegen dort veröffentlicht haben oder ob man da vielleicht nochmal drüber sprechen müsste. Dieser Beitrag ist jetzt auch noch gut 11 Minuten lang. Mal schauen, wie lange wir brauchen, um uns da durchzukämpfen und wie sehr ich mich dazu dann auch äußern werde. Gerne also dann auch im Weiteren mal kommentieren, wie ihr sowas findet, ob ich mehr sowas machen soll und ob ihr vielleicht auch Beiträge kennt, die ihr noch ein bisschen genauer eingeordnet haben wollt. Ich habe so ein paar auf der Halte, die werde ich dann demnächst noch machen, aber wenn ihr noch schöne Beispiele parat habt, gerne einfach den Kommentar drunter setzen. Also los geht's erstmal mit der tollen ZDF-Info-Doku rund um die Erneuerbaren. Steht Deutschland durch den Ausstieg aus der Atomkraft im klimapolitischen Abseits? Nein. Also ich hoffe, das ist für euch gut verständlich in der Lautstärke. Auf die Frage, ob wir also jetzt hier im klimapolitischen Abseits stehen, nur weil wir aus der Atomkraft aussteigen, nein. Was ist das für eine Frage? Aber wir gehen mal weiter. Insgesamt 443 Kernreaktoren sind heute weltweit in Betrieb. 19 Länder bauen aktuell ihre Nuklearkapazitäten weiter aus. 52 neue Reaktoren befinden sich derzeit im Bau. Die meisten. Wo man schon sieht, wo die meisten Atomreaktoren gebaut werden. Wir haben das Thema auch schon mal in einem anderen Video, meine ich, erwähnt, dass wir aktuell Zubau unter anderem in Amerika haben, in Russland meine ich auch. Ich weiß gerade gar nicht, warum das hier nicht angezeigt wird. Und vor allem natürlich die extrem aufstrebenden früheren Entwicklungsländer, Indien, China. Dort haben wir noch auch einen starken Willen zur industriellen Weiterentwicklung. Und da ist Atomkraft immer erstmal etwas, woran man zuerst denkt, weil aus einer Anlage viel, viel, viel Strom natürlich rauskommt. Aber auch gerade diese Länder sind sich trotzdem bewusst, dass erneuerbare Energien extrem wichtig sind. Und ja, auch Länder in Europa wie Frankreich, wo bisher das meiste an Strom aus Atomkraft kommt, bauen ja auch mittlerweile zurück und haben auch mittlerweile sich Pläne aufgestellt, wie sie über die nächsten Jahrzehnte komplett aussteigen wollen aus der Atomkraft. Also das ist fragwürdig, dass man das jetzt so hier framed und sagt, oh, überall neue Atomkraftwerke, aber wir schauen mal noch weiter rein. Davon in Indien und China. Mit der ständig wachsenden Bevölkerung wächst auch der Stromverbrauch immer weiter an. Viele Länder halten deshalb an der Atomenergie fest. Ach, das ist auch eine ganz fragwürdige Formulierung. Es steigt der Stromverbrauch und deswegen halten sie an Atomkraft fest. Die Atomkraft ist jetzt nicht ein besserer Strom als andere Quellen und hat eben wirklich nur den Vorteil, dass du aus einer zentralen Anlage unglaublich viel Strom bereitstellen kannst. Aber mehr kommt dadurch eben auch noch nicht zustande. Das kann man prinzipiell mit anderen verteilten dezentralen Anlagen auch machen, teilweise auch besser machen. Und natürlich auch in China haben wir Beispiele, wo wir ja teilweise aus Wasserkraftanlagen mit sehr, sehr großem Gefälle, also Wasserfall praktisch in ganz anderer Dimensionierung, als wir es hier in Europa kennen würden, wo man dort heraus aus Wasserkraft deutlich mehr Leistung, Strommengen auch generieren kann als aus einem Atomkraftwerk. Ja, also das,
diese Formulierung ist halt nicht richtig. Das ist eins meiner größten Probleme, auch mit solchen Veröffentlichungen, dass das immer so geframed wird, also dass so ein Rahmen drumherum gesponnen wird, der das Ganze so einordnet, als würde ein Atomkraftwerk per se eine bessere Art der Energieerzeugung oder der Stromerzeugung sein. Die hat ihre Vorteile, die hat aber auch ihre Nachteile, genauso wie alle anderen. Und der Strom, der rauskommt, ist genauso gut und schlecht wie jeder andere, erstmal. Ja, also ich würde mir wünschen, dass man so etwas ein bisschen neutraler formuliert und hier nicht von vornherein ein positives Framing für Atomkraftwerke setzen würde. Doch die deutsche Politik geht einen anderen Weg. Und übrigens die meisten anderen Länder auch. Wie wir nämlich vorhin mal gesehen haben, als es glaube ich 19 Länder waren, die jetzt gerade zubauen. Ja, ja, 19 von 170 Ländern, die wir irgendwie auf der Welt haben. Das ist ein bisschen mehr als ein Zehntel. Heißt aber auch, dass fast 90% nicht zubauen. Und das ist ein tendenziell gutes Zeichen. Und da ist Deutschland bei weitem nicht alleine. Auch das ist fragwürdig, wenn man das so formuliert. Mai 2020. Über 30 Jahre hat das Kernkraftwerk Philippsburg mehr als 4 Millionen Haushalte mit emissionsfreiem Strom versorgt. Das stimmt da auch nicht. Also, erstmal ja Philippsburg, genau. Ende 2019 vom Netz gegangen. Ganz normaler Ausstieg, der durch den Atomausstieg von 2011 eingeplant. Die ersten Sprengungen kamen auch kurz schon danach. Und dann vor allem natürlich diese Sprengung der großen Kühltürme ist natürlich auch ein theoretisches Massenspektakel. Und die NBW, ich meine mich zu erinnern, hat damals auch den Sprengtermin nicht öffentlich angekündigt, damit eben auch nicht allzu viele Interessierte, Schaulustige sich dort positionieren, weil ihr könnt jetzt schon sehen, wie viel Staub dort ja auch aufkommt. Was es aber gerade ja gesagt wurde, die emissionsfreie Stromerzeugung aus dem Kernkraftwerk. Und das ist eben auch nicht wahr. Natürlich entstehen keine Treibhausgasemissionen unmittelbar bei der Stromerzeugung im Atomkraftwerk. Aber das Atomkraftwerk ist nicht emissionsfrei. Es ist sogar, wenn man das Ganze dann runterrechnet auf die einzelnen Kilowattstunden, nicht unbedingt besonders viel treibhausgasfreundlicher als eben auch fossile Kraftwerke, weil der gesamte Abbau der Brennstoffe, die Verarbeitung und natürlich auch der Bau der Kraftwerke selbst mit unglaublich viel Beton ganz und gar nicht emissionsfrei ist, sondern extrem viele Emissionen auch aussetzt. Und genau dazu gibt es jede Menge wissenschaftliche Untersuchungen, die das sehr genau auch aufrechnen. Ich kann euch das nur empfehlen, euch da auch immer mal ein bisschen weiter zu denken, über den Tellerrand ein bisschen hinauszuschauen und eben nachzudenken, was ist denn die gesamte Lieferkette hierbei? Das ist dann natürlich auch bei Windkraftanlagen, also bei Windrädern und bei Speicheranlagen und Co. ist es auch immer noch ein bisschen fragwürdig und über die gesamte Kette ist es eben nicht so gut, wie es auch sein könnte. Daran müssen wir arbeiten. Aber das gilt eben genauso für ein Atomkraftwerk. Und deswegen ist auch dieses Atomkraftwerk niemals treibhausgas-emissionsfrei. Das ist einfach nicht so. Und das so zu formulieren, ist falsch. Nun geht es als eines der letzten in Deutschland vom Netz. Nur 6 der insgesamt 36 gebauten Kernreaktoren sind heute noch in Betrieb. Bis 2050, so das Ziel der Bundesregierung, soll der gesamte Strom klimaneutral erzeugt werden. Mit Erneuerbaren in der Hauptrolle. Wow. Das Ziel scheint zum Greifen nahe. Aber? Ja, natürlich scheint es zum Greifen nahe. Was hier für eine Thriller-Musik darunter gesetzt wird, um hier eine Dramatik auch aufzubauen. Fantastisch. 2020 lag der Anteil an Erneuerbaren bei der Stromerzeugung bereits bei über 49%. Auch Ansichtssache, wenn man es kommt ein bisschen darauf an, wo man die Zahlen herholt. Ich bin immer großer Fan von Energy Charts, die Seite von Fraunhofer ISE, die ja auch als Quellen dann die Übertragungsnetzbetreiber, Börse und verschiedene andere Quellen eben nutzt, unter anderem auch Bundesnetzagentur und Co. Und
Dort kommen wir für 2020 eben nicht auf 49,1, sondern auf über 50%, was wir auch schon an der einen oder anderen Stelle hier auf dem Kanal besprochen haben. Ist dann natürlich immer so eine Sache auch der Argumentation, naja, nach den anderen Quellen haben wir über 50%. Hier sind wir knapp drunter, aber nach den anderen Quellen haben wir auch schon über 50% erneuerbare Energien in der Stromerzeugung. Kohle und Gas haben einen Anteil von 37%. Kernkraft liefert noch knapp 13% des deutschen Stroms. Deutschland ist derzeit der größte CO2-Emittent Europas, aber auch das bevölkerungs- und verkehrsreichste Land der EU. Genau, das überrascht auch gar nicht, dass Deutschland hier die Nummer 1 in den Emissionen ist. Wir sind, ich meine, auch das flächenmäßig größte Land. Wir sind ja auch flächenmäßig sehr stark verteilt. Viele auch Dörfer, viel ländliche Struktur, deswegen natürlich viel Verkehr. Den kann man aber auch emissionsarm oder auch irgendwann emissionsfrei gestalten. Das ist natürlich möglich und muss auch gemacht werden. Dafür gibt es ja verschiedenste Ansätze, auch den ländlichen Raum schlussendlich mit smarter Infrastruktur, mit smartem Verkehr auszustatten. Das ist extrem wichtig. Und wir haben natürlich auch tatsächlich die meisten Einwohner. Und jeder Mensch verursacht erstmal so Emissionen durch seinen Verbrauch und natürlich auch durch sein Verhalten. Da ist es natürlich auch von jedem von uns persönlich eine gewisse Verantwortung zu schauen, an welchen Stellen kann ich denn vielleicht auch sparsamer sein, an welchen Stellen kann ich das Richtige tun, das Richtige nutzen und kaufen, was zumindest treibhausgasarm ist, was klimafreundlich ist, was umweltfreundlich ist, was energiewendenah ist, Ökostrom zum Beispiel auch nutzt, um zumindest die gesamte Wertschöpfungskette in einem nachhaltigen Sinne zu unterstützen und die fossilen konventionellen Wege nicht mehr so sehr aktiv zu unterstützen, damit eben auch die Wirtschaft von ganz alleine wegen wirtschaftlicher Realitäten hier dann auch mal Entscheidungen trifft und dann eben auch in die nachhaltige Ecke sich von alleine bewegen möchte. Allein schon auch, weil es Imagefragen sind. Aber gehen wir mal noch weiter. Und auch Heizwärme und Industrie sorgen für eine enorme Menge an Treibhausgasen. Ja. Jenseits der Klimaziele stellt sich jedoch zunächst die Frage, wie realistisch ist eine rein erneuerbare Energieversorgung? Ja, völlig. Ja, auch diese Frage zu stellen ist im Jahr 2021 out of time. Ja, also diese Frage hätte man vielleicht vor 10 Jahren stellen können, als wir auch alle noch ein bisschen überlegt haben, wie sehr das überhaupt geht. Aber wir haben jetzt mittlerweile mit einer äußerst schwachen Klimaschutzpolitik, mit äußerst schwachen Umsetzung der Energiewende, die Hälfte der deutschen Stromerzeugung aus Erneuerbaren. Wenn wir es jetzt mal richtig machen würden, oder wenn die freie Wirtschaft von alleine entscheidet, es jetzt richtig zu machen, dann ist natürlich die Energieversorgung von morgen problemlos zu 100% aus Erneuerbaren möglich. Es gibt auch gar nicht dieses Argument von wegen, Dunkelflaute, irgendwann ist weder Wind noch Sonne da und deswegen können wir nichts mehr erzeugen. Dafür haben wir dann auch noch Speicheranlagen, die auch gerade immer weiter ausgerollt werden. Wir müssen bitte immer ein vollständiges Bild auch in die Argumentation mit reinnehmen. Natürlich ist das nicht einfach, aber wir sind auch das Land der Ingenieure, also kriegen wir es ja wohl auch hin, ein Gesamtsystem zu schaffen, was sich gegenseitig unterstützt und was die Vorteile der jeweiligen Anlagenarten zum Beispiel nutzt, um die auch jeweiligen Nachteile auszugleichen. Von daher, natürlich ist absolut realistisch eine reine erneuerbare Energieversorgung. Die Frage ist in dieser Zeit heute nicht mehr angebracht. Die hat sich schon längst als positiv beantwortet. Claudia Kempfert wiederum, finde ich gut, dass sie hier auftritt. Ich habe diese Doku vorher auch gar nicht geschaut. Ich habe dann einmal kurz durchgeflogen, was es so vorkommt. Claudia Kempfert, eine der wichtigsten öffentlichen Personen rund um eben auch Publikationen für Nachhaltigkeit, Energiewende, Klimaschutz, die auch es gut schafft, die Sachverhalte zu erklären. Teilweise ist für meinen Anspruch immer noch ein bisschen zu komplex erklärt, noch ein bisschen zu akademisch erklärt. Das ist dann immer noch weit weg von vielen ganz normalen Menschen, für die ich auch diesen YouTube-Kanal schlussendlich schaffen will. Ich möchte mit einer ganz normalen Sprache auch vermitteln, dass, was die Energiewirtschaft und was die Energiewende so ausmacht. Aber Claudia Kempfert hat immer noch eine der besten
Akademikerinnen rund um eben die Energiewende, die bei ihrem Institut auch viele wichtige Veröffentlichungen eben regelmäßig raushaut. Deutschland könnte heute schon die Klimaziele einhalten ohne Atomkraft, aber zum größten Teil auch ohne Kohlekraft, wenn man die erneuerbaren Energien nutzt und sie auch konsequent dort nutzt, wo sie am effizientesten im Einsatz sind und vor allen Dingen den Ausbau auch weiter voranbringen. Dann können wir auf jeden Fall Klimaziele einhalten und wir können auch die Versorgungssicherheit auch in den nächsten 20 Jahren sicherstellen. Kann man nur so unterstreichen. Na, wenn wir es richtig machen, wenn wir ausbauen, wenn wir speichern, dann ist das kein Problem. Mit dem Ausstieg aus der Atomkraft wurde mit Hochdruck der Ausbau von Wind- und Solarenergie vorangetrieben. Doch in den vergangenen Jahren kam der Bau umweltfreundlicher Kraftwerke ins Stocken. Das ist auch wahr. Wir sind zwar heute in der Position, in der die Windkraft alleine in der Stromproduktion mehr ausmacht als Kohlekraft. Windkraft alleine macht mehr aus als Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke zusammen, was natürlich super spannend ist. Aber wir sind jetzt aktuell gefühlt auch ein bisschen an einer Kapazitätsgrenze, was zumindest den Willen von Politik, Wirtschaft und auch Bürgern augenscheinlich zumindest angeht. Es gibt ja auch viele dörfliche Gegenden, wo gegen Windkraft protestiert wird. Man kann das prinzipiell verstehen aus, sagen wir mal, der optischen Sicht heraus. Ne? Vielleicht will man das Ding nicht sehen, die Windräder oder den Windpark. Aber eventuell kann man es ja auch so positionieren, dass es irgendwo am Horizont ist und im 21. Jahrhundert gehört das mit dazu. Das ist für mich auch ganz normal. Wir haben schließlich auch an anderen Stellen irgendwelche Kraftwerke stehen und irgendwelche 10, 20 Etagen hohen Maschinenhallen oder irgendwas, wo dann irgendwelche Sachen auch im ländlichen Bereich hergestellt werden. Das ist genauso wenig natürlich wie eben auch ein Windrad und es gehört trotzdem mit dazu. Die Dinger müssen gebaut werden. Wenn man jetzt jedoch auch noch es schaffen würde, eine Beteiligung für die Menschen zu schaffen, die dann auch was davon haben, dass dort zum Beispiel ein Windrad gebaut wird, vielleicht würde das so ein paar Sorgen auch erledigen. Und auch noch ganz wichtig, diese gesundheitlichen Sorgen, die es immer mal gibt, wegen Infraschall und so, hat sich ja gerade erst wieder rausgestellt, da hat man sich einfach verrechnet in der Vergangenheit. Da hat sogar ein Bundesministerium, also eine Bundesanstalt, die für ein Bundesministerium das Ganze ausgerechnet hat, hat sich einfach um Kommastellen verrechnet. Infraschall ist gar kein Problem. Und es gab auch nie das Problem. Nicht nur, dass alle anderen Forscher gesagt haben, nee, das ist gar kein Problem. Selbst die, die es ursprünglich aufgestellt haben, haben jetzt nochmal nachveröffentlicht, wir haben uns da um Kommastellen verrechnet. Das ist natürlich jetzt im Nachhinein so traurig und auch schlimm, dass der Ausbau von Windenergie teilweise auf solchen Unsinn schlussendlich basierend ins Stocken auch mit geraten ist. Und wir dringend versuchen müssen, da jetzt wieder eine gewisse Fahrt aufzunehmen. Auch weil es Möglichkeiten gibt, um auch zum Beispiel den Tierschutz weiter zu unterstützen. Es gibt dann verschiedene Sender, die entweder mit Lichtern oder mit auch irgendwelchen Schallwellen oder mit Geräuschen zum Beispiel Vögel abhalten würden, vor allem die großen Vögel abhalten würden, in Richtung der Windkraftanlage zu fliegen. Und damit haben wir auch dort nochmal ein großes Problem gelöst. Genauso eben auch die Fledermäuse dann des Nachts abhalten würden, dorthin zu fliegen. Damit können wir da auf jeden Fall noch einiges machen. 2019 wurden 55% weniger Windräder als 2018 und sogar 80% weniger als 2017 gebaut. Durch wegfallende Subventionen und neue Abstandsregeln könnten ab 2021 sogar mehr Windräder ab- als aufgebaut werden. Ja, auch also diese Doku ist von diesem Jahr, die ist von 2021 und es ist jetzt schon absehbar, dass es nicht passiert. Es wird zwar, oder es gibt auch Anlagen, die abgebaut werden, aber fast alle werden ja aufgefangen. Anders haben wir im EEG 2021 eine Übergangsregelung für die alten Post-EEG-Windkraftanlagen. Wir haben aber auch so viele Beispiele für PPAs zum Beispiel, wo alte Windkraftanlagen einfach jetzt weiter ihren Strom verkaufen dürfen, für ein paar Jahre zumindest an irgendwelche Industrieunternehmen oder an Energieversorger, die natürlich gerne diesen Windstrom haben wollen und damit eben auch ein weiterhin wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen absolut möglich ist. Also diese Sorge stellt sich jetzt gerade gar nicht mehr. Wir werden 2021 nicht komplett die Windkraftanlagen von vor 20 Jahren abrasieren. Die meisten laufen weiter. Um die vereinbarten Klimaziele zu erreichen, müsste die Solarstromleistung aber eigentlich verdreifacht und die der Windenergie fast verzehnfacht werden.
Auch das ist natürlich ganz wichtig. Wir hatten ja 2020 das Problem mit dem 52 Gigawatt Solardeckel. Wir hatten ja mal im alten EEG eine Obergrenze der Förderung von Solarenergie eingebaut und die wurde ja im Sommer 2020 erreicht und gerade rechtzeitig wurde dieser Deckel auch gekippt. Und auch da muss man sich ja die Frage stellen, was haben sich denn die Gesetzgeber dabei gedacht, uns hier Obergrenzen der Förderung reinzuschreiben, die bei weitem nicht mit den Klimaschutzzielen übereinstimmen. Wir können die Klimaschutzziele, die ja auch bestimmt worden sind, nur erreichen, wenn wir deutlich mehr Erneuerbare zubauen. Aber das geht natürlich nicht, wenn wir hier einen künstlichen Deckel plötzlich reinbauen in die Förderung dieser Anlagen. So funktioniert das nicht. So funktioniert auch nicht Wirtschaftsförderung. Unser System wird von wetterabhängigen Erneuerbaren dominiert und das bedeutet, dass wir dann eben in solchen Dunkelflaute Phasen wie ein Backup brauchen und im Ende. Es ist auch schade, dass es jetzt eine Technikhistorikerin ist, die sich natürlich mit Technik auskennt, keine Frage. Aber jetzt bin ich gespannt, was sie hier als Backup formuliert. Im Endeffekt, der einzige Ausweg wäre die sehr massive und auch schnelle Entwicklung von Speichertechnologien und da stehen wir noch ganz am Anfang und das ist auch sehr, sehr teuer und keiner weiß eigentlich, wer das bezahlt. Und auch der Blick gerade, sie fühlt sich ein bisschen unsicher in dieser Aussage, weil das auch nicht mehr unbedingt die wirtschaftliche Realität ist. Wir haben Speichertechnologien, die jetzt natürlich auch schon etabliert sind. Jetzt ist der Lithium-Ionen-Speicher leider Gottes aber auch nicht der absolut umweltfreundlichste, muss man auch ganz klar sagen. Wir haben aber auch ein paar Alternativen von anderen Metalloxid-Speichermöglichkeiten zum Beispiel. Wir haben auch Redox-Flow-Speicheranlagen, also Akkus, die mit Flüssigkeiten arbeiten, die mit einer Membran getrennt sind, gerade für Notstrom-Aggregats-Ideen, wo man die einsetzen könnte. Und wir haben natürlich immer noch die Möglichkeit der Umwandlung in zum Beispiel Richtung Wasserstoff. Und der richtige Mix daraus wird schlussendlich genau diese Speicherkapazität darstellen, die wir brauchen, um eben in der Stromerzeugung dann auch auf dem richtigen Weg zu sein, in dem seltenen Fall der tatsächlichen Dunkelflaute genügend Strom dann aus den Speichern ziehen zu können. Ja, das geht auch. Plus, dass wir in diesem Moment natürlich immer noch Biogas, Biomasse als immer noch erneuerbare Quellen haben, plus so ein bisschen Unterbau durch Wasserkraftwerke. Aber da haben wir in Deutschland leider Gottes gar nicht so viele Potenziale. Da sind wir weitestgehend schon an der Obergrenze angekommen. Wer das bauen soll in so kurzer Zeit. So, ja, und wer es zahlen soll und bauen soll, naja, im Zweifel Energieunternehmen. Ja, also es muss halt ein bisschen mit Wirtschaftsförderung rangetrieben werden, aber die Energiewirtschaft an sich, die wird das schon machen, ne? Weil wir ja auch wissen, dass wir morgen noch Geld verdienen wollen, also brauchen wir ein funktionierendes System. Also werden wir das schon machen. Und hier und da werden es genau auch sowas wie Bürgerenergiegenossenschaften sein, die sowas auch vor Ort dezentral machen, um einfach ihren eigenen Anteil daran zu haben, Energiewende voranzutreiben, auch dezentral voranzutreiben, funktionabel zu haben. Und damit dann auch noch Geld zu verdienen, schlussendlich. Ja, also die Frage stellt sich nicht unbedingt. Die Politik muss nur nicht im Weg stehen. Das ist das Erste und das Wichtigste. Sie sollte nicht im Weg stehen und ein bisschen Wirtschaftsförderung mitmachen. Was auch nur fair ist, weil über die letzten Jahrzehnte, das werden wir hier auch nochmal auseinandernehmen auf dem Kanal, so viel Geld in die Subventionierung von Kohlekraftanlagen und von Kernkraftanlagen gefallen ist, ne, so viel Geld dort reingefallen ist, dann kann das gerne auch noch weiter in die Energiewende jetzt gesteckt werden. Gar kein Problem. Sogar die Überproduktion an Wind- und Solarstrom sorgt für Probleme im deutschen Stromnetz. Denn erneuerbare Energie wird vor allem im windreichen Norden und Osten produziert. Benötigt wird der Strom hauptsächlich. Also ich sehe ja gerade keinen Osten, der irgendwie mit Windrädern versehen wäre, aber okay. Tatsächlich an den Industriestandorten im Süden und Westen. Das Leitungsnetz kann den Strom. Süden und Westen, also vor allem Süden natürlich ein Bereich, in dem Photovoltaik vergleichsweise besser noch läuft als im Norden und im Osten. Strom zwar verteilen, aber nicht speichern. Zeitweise müssen Wind- und Solaranlagen deshalb sogar gedrosselt werden, weil sie zu viel leisten. Ach was. Sie müssen gedrosselt werden, weil sie zu viel leisten. Ja, vielleicht ist genau da auch eines der Probleme zu sehen. Woanders herrscht zeitweise Mangel und es werden extra Kraftwerke hochgefahren. Angebot und Nachfrage passen nicht immer zusammen. Die nicht genutzte Energie schlägt finanziell ebenso zu Buche wie die Zusatzleistung gegen Ausfälle, zusammen mit jährlich rund 800 Millionen Euro.
Ja, also das sind natürlich auch dann der ganze Kontext von den diversen Reserveleistungen, Regelenergien und so weiter. Da können und auch schlussendlich im Redispatch könnten wir so viel Geld einsparen, wenn wir tatsächlich eine deutlich klügere dezentrale Erzeugung haben würden und ein an sich funktionierendes, verteilendes Stromnetz, was auch mal über große Distanzen transportiert, ganz klar, auch mal. Aber das darf nicht der Fokus sein. Der Fokus muss trotzdem eine relativ dezentrale Erzeugung bleiben, damit wir eben auch genau dort, wo der Strom gebraucht wird, möglichst nebenan die Erzeugung finden würden. Das heißt, wir müssen mehr Anlagen bauen. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir brauchen mehr erneuerbare Energienanlagen. Schon ein Ausbau des veralteten Stromnetzes könnte diese Verluste deutlich mindern. Laut Bundesnetzagentur betrifft das 7.700 Kilometer Stromtrassen. Fertiggestellt wurden davon aber bisher erst 1.300. Das ist das nächste Thema mit ganz viel Bürgerprotesten. Der Stromnetzausbau ist ein schwieriges Thema. Die Freitrassen, wie hier zu sehen, will auch ja niemand von seinem Häuschen, von seinem Vorgarten aus sehen. Ja, ist auch halbwegs verständlich, aber die Erdtrassen, die praktisch unterirdisch gebaut werden, sind auch nicht unbedingt besser. Die sieht man zwar nicht, aber die erhitzen zum Beispiel den Erdboden, was für Flora und Fauna ein Problem ist. Und wenn da mal eine Wartung gemacht werden muss, wird alles wieder aufgerissen. Das heißt, du hast sowieso keine niedrigwurzelnden Pflanzen mehr dort, sondern die dann mal zwischenzeitlich wieder gewachsen sind, die reißt du dann auch wieder raus, wenn du eine Wartung machen musst. Während zumindest die richtig hohen Trassen, die gerade für den Transport in der Höchstspannung genutzt werden, teilweise sogar über den Wald hinweg gespannt werden können und dementsprechend auch noch Bäume dann wieder wachsen können oder gar nicht erst abgerissen werden müssten. Ja, das ist dann auch hier so ein Thema, wo wir einen Mittelweg finden müssen, der für alle funktioniert. Wir brauchen einen deutlich schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Barrieren müssen abgeschafft werden, beispielsweise die Solaranlagen, die nicht noch durch eine eigene Steuer oder zusätzliche Abgaben belastet werden sollten, sondern davon befreit. Und all das hat die Bundesregierung in der Vergangenheit nicht gemacht. Und eher behindert. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass man das beseitigt und für die Energiewende auch die richtigen Entscheidungen trifft. Erst 2038, so der Plan der Bundesregierung, soll das letzte Kohlekraftwerk vom Netz genommen werden. Und lustig dabei ist natürlich, auch wenn der Gesetzgeber sagt, 2038 soll das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen, die Energiewirtschaft an sich redet im Regelfall von spätestens 2030. Kein Kohlekraftwerksbetreiber will seine Anlage länger laufen lassen, weil die jetzt ja schon in schwierigen finanziellen Situationen sind. Und selbst die ganz großen WE und RWE betonen das, dass die raus wollen. Und die großen Kohlekraftwerksbetreiber Miprag, STEAG und Co. LEAG, die sagen eben auch alle, so schnell wie möglich raus dort, Vattenfall. Die beantragen auch bei den Kohlekraftwerksausstiegsausschreibungen selbst mit neueren Kraftwerken den geförderten Ausstieg. Und das ist eben auch so ein klares Zeichen dafür. Die sind nicht wirtschaftlich, die sind nicht rentabel. Die wollen auch vom Netz, ebenso schnell es hier und da möglich ist. Und der Gesetzgeber an sich hängt da mal wieder komplett hinterher. Das ist realitätsfremd, von einem Kohleausstieg 2038 zu sprechen. Nicht nur, dass die Kohlekraftwerksbetreiber nicht so lange am Netz sein wollen. Wir könnten auch bis dahin schon längst genügend erneuerbare Energiekapazitäten gebaut haben, wenn wir es denn tun würden. Dabei war die Kohleindustrie 2019 für mehr als ein Viertel der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Das, was die deutschen Kernkraftwerke pro Jahr an Strom produzieren, entspricht ungefähr dem, was die gesamten nordrhein-westfälischen Kohlekraftwerke pro Jahr produzieren. Das heißt, unser Argument ist, lasst uns die 6 Kernkraftwerke am Netz lassen und in der gleichen Höhe, also im gleichen... Jetzt ist sie plötzlich Umweltaktivistin, vorhin war sie eine Technikhistorikerin. Und jetzt soll hier eine Umweltaktivistin sagen, nee, wir wollen Kernenergie weiterhin am Netz haben. Ich habe es nicht nach ihr gegoogelt, aber ich glaube, ich würde sie nicht als Umweltaktivistin einschätzen, wenn sie sagt, sie will hier Atomkraftwerke weiterhin laufen lassen. Output Braunkohle stilllegen, ausgerechnet Kohlekraftwerke am Netz zu haben, das ist in der Tat aus klimapolitischer Sicht der Grundfehler. Aber das heißt nicht Kohle oder Atom, sondern Kohle oder Erneuerbare.
Immerhin haben sie die Claudia Kämpfer dahinter geschnitten, die auch nochmal sagt, nee, das ist alles hier nicht die richtige Frage, wenn dann Erneuerbare. Und Atomstrom ist da auch keine Zwischentechnologie. Muss alles weg. Perfekt ist aber auch die CO2-neutrale Kernkraft nicht. Die schlimmen Folgen von Reaktorunfällen. Atomkraft ist nicht CO2-neutral, hatten wir vorhin schon. Und ach, dass sie nicht perfekt ist, ja, hoch. Belegen das. Mit dem Wahlsieg von Rot-Grün steht der Ausstieg aus der Atomenergie zum ersten Mal ganz oben auf der politischen Agenda. Atomausstieg 1. Die Regierung unter Gerhard Schröder einigt sich mit den Betreibern darauf, die Kernkraftwerke nach einer befristeten Laufzeit endgültig abzuschalten. 2005. Ausstieg vom Atomausstieg 1. Kommt es zum Machtwechsel. Die schwarz-gelbe Regierung vertraut in die Sicherheit der deutschen Atomkraftwerke. Im Herbst... Auch das ist nochmal ganz wichtig, gerade auch wenn wir bedenken, dass wir jetzt demnächst wieder eine Bundestagswahl haben. Ne? Schwarz-Gelb hat gesagt, Atomkraft ist doch geil, wollen wir haben. Ausstieg vom Ausstieg. 2010 wird die Laufzeit der verbleibenden 17 Atomkraftwerke verlängert. Bis der 11. März 2011 alles verändert. Japanese officials say radiation has been detected at the Fukushima No. 1 plant. Dann natürlich Atomausstieg 2. Wichtig ist aber auch hier nochmal zur Vollständigkeit. Tschernobyl und Fukushima sind auch nicht bei weitem nicht die einzigen großen Atomunfälle gewesen. Ne? Also wir haben mit der INES-Skala ja auch eine Veröffentlichung, die einschätzt, wie schwer verschiedene Vorfälle und Unfälle sind. Und dort gibt es auf den höheren Stufen durchaus auch noch andere Einträge, die ganz wichtig sind. Wir haben ein paar davon ja auch mal auf diesem Kanal besprochen. Bei manchen ist bekannt noch Harrisburg, also Three Mile Island aus den USA, aber auch die Kernkraftanlage Mayak aus der Sowjetunion, deren Unfall erst nach Ende der Sowjetunion überhaupt bekannt geworden ist, weil das ganz tief im Herzen von Russland war. Das sind auch nur die schwersten Beispiele. Es gibt jede Menge mittelschwere Vorfälle, die eben auch zeigen, wir haben es als Menschheit bisher nicht bewiesen, dass wir Kernkraftwerke sicher betreiben könnten. Ja, das ist eben auch immer so ein wichtiges Argument, wenn wir darüber reden, ob Atomkraft weiterlaufen soll. Wir haben es bisher nicht bewiesen, dass wir die Dinger sauber und sicher laufen lassen können, ohne dass wir in Zweifel Millionen von Menschen in eine Lebensgefahr bringen. Das haben wir nicht bewiesen als Menschheit. Das ist ganz klar auch so zu sagen. Der Reaktorunfall in Japan wird zum Wendepunkt der deutschen Energiepolitik. Ausstieg 2. Wenn also schon in einem hochentwickelten Land wie Japan nukleare Folgen eines Erdbebens und einer Flutwelle nicht verhindert werden können, dann hat das Folgen für uns in Deutschland. Die schwarz-gelbe Koalition beschließt ein vorzeitiges Laufzeitende bis 2022. Und veranlasst die sofortige Stilllegung von 8 Atomreaktoren. Auch ganz wichtig, ne? Sofortige Stilllegung von 8 Atomreaktoren. Wir haben 2011 nicht massenweise Stromausfälle gehabt. Ja, es hat funktioniert, weil wir eben auch in der Lage sind, dann damit zu arbeiten als Energiewirtschaft und als Energietechnik, als die Leute, die sich um das Energiesystem insgesamt kümmern. Wir finden dann schon Lösungen. Es muss nur halt auch genügend Infrastruktur da sein, weswegen wir jetzt Erneuerbare zubauen müssen, um hier eben auch dann damit arbeiten zu können, wenn wir die großen Kraftwerke abbauen wollen. Die deutsche Regierung entscheidet sich gegen die Risiken der Kernenergie. Doch zu welchem Preis? 2011 haben die Entscheider viel zu wenig darüber nachgedacht, was das für zum Beispiel... Jetzt ist sie übrigens wieder Technikhistorikerin und nicht mehr Umweltaktivistin. Das ist auch ganz, ganz spannend. Die Klimaziele wirklich bedeutet, dass das auch letzten Endes Folgen hat, die damals gar nicht so richtig mitbedacht wurden. Das war eindeutig ein Fehler. Nee, war es nicht. Die Diskussion um die Atomkraft wird deshalb in Deutschland... Die macht sich das auch gerade viel zu einfach, die gute Frau. Aber ich will jetzt gar nicht so sehr bashen, dafür ist das Format auch nicht da. Aber ich möchte auch einfach nur klar sagen, die macht sich gerade auch ein bisschen zu einfach und sie beachtet eben nicht die Aspekte, die wir in derselben Doku gerade auch schon gehört haben. Dass die Kernkraft alleine auch nicht irgendwie toll wäre. Und wieder neu geführt. Laut einer Umfrage der Online-Plattform Civey sind heute über 30% der Befragten dafür
oder tendieren dazu, dass Atomkraft zur Stromerzeugung weiter eingesetzt werden sollte, um die Klimaschutzziele der EU zu erreichen. Etwa 28% lehnen die Kernenergie allerdings noch immer kategorisch ab. Noch immer kategorisch ab. Noch immer, obwohl es so viele gute Argumente gibt. Das ist auch Blödsinn. Gut, eine Civi-Online-Umfrage, muss man mal schauen, ob es auch andere Beispiele gibt. Ich meine auch von Umfragen gelesen zu haben in den letzten ein, zwei Jahren, die ein ganz anderes Ergebnis haben, deutlich negativer. Von daher kann man mal hinnehmen. Kommt auch immer auf eine Fragestellung an, ob die zum Beispiel auch ein bisschen anreizt zu sagen, ja, Atomstrom, ne, im Zweifel besser als Kohlestrom. Ja, hier müsste man auch nochmal klarstellen, was war die konkrete Frage, wie ist die auch eingerahmt gewesen. Um die hochradioaktiven Abfälle später möglichst sicher lagern zu können, erforscht Volker Metz vom KIT in Karlsruhe die mögliche Auswirkung der Stoffe auf die Umwelt. Dafür testet er die Reaktion der Brennstoffe mit Grundwasser aus verschiedenen Gesteinsschichten in den sogenannten heißen Zellen. Nach dem jetzigen Kenntnisstand von Wissenschaft und Technik ist die sicherste und zuverlässigste Möglichkeit, langfristig mit hochradioaktiven Abfällen umzugehen, die Tiefenlagerung in 500, 600, 700 oder auch 800 Meter Tiefe. Rund 630.000 Kubikmeter radioaktiver Abfall müssen in Deutschland gelagert werden. Für Millionen Jahre. Ein Volumen von... Ja, dieses Argument ist ja auch so erschlagend. Das benutzt man ja meistens schon gar nicht mehr. Aber wir wissen ja wirklich nicht, was wir mit diesen Massen an Atommüll, an strahlendem, tödlichen Atommüll machen wollen. Das wissen wir wirklich nicht. Bis heute ja nicht. Nach so vielen Jahren Suche nach Entlagern. Ne, Entlagersuche geht einfach nach hinten los. Wir finden keins. Und dann wollen wir trotzdem noch unbedingt Atomkraftwerke weiterlaufen lassen? Nee. Gut 100 Einfamilienhäusern. Sauber entsorgt mag der Atommüll beherrschbar sein. Was heißt denn sauber entsorgt? Wenn wir es nur verbuddeln, ist es nicht sauber entsorgt. Muss man auch mal dazu sagen. Das ist nicht sauber entsorgt, wir packen es in die Umwelt. Nur halt ein paar hundert Meter unter uns. Doch ein sicheres Endlager ist bis heute nicht gefunden. Im ehemaligen Salzbergwerk Asse 2 liegen noch immer rund 200.000 Kubikmeter radioaktiver Abfall. Zwischen 1967 und 1978 vorläufig hier entsorgt. Seit Jahren dringt bereits Wasser in die Anlage ein. Es herrscht Einsturzgefahr. Der strahlende Müll müsste raus. Aber wohin? Nachdem 2020 auch Gorleben nicht mehr als Standort in Frage kommt, geht die Suche nach dem passenden Endlager in Deutschland weiter. Den Standort zu finden und ein Endlager zu bauen und die Abfälle sicher zu bewahren, das ist eine Jahrhundertaufgabe. Insofern ist die wissenschaftliche Begleitung dieses Prozesses eine Jahrhundertaufgabe für eine 1-Millionen-Frage. Ist die Frage nach einem sicheren Endlager das entscheidende Argument gegen Kernenergie? Nö, es ist eins der entscheidenden Argumente gegen die Kernenergie. Andere haben wir auch schon genannt. Unter anderem, dass es auch nicht CO2-frei ist. Keine CO2-Emissionsfreiheit dort vorherrscht, sondern wenn man alle Aspekte von sowohl Ressourcenherschaffung und Aufbereitung als auch Bau des Atomkraftwerks als auch Abbau des Atomkraftwerks und Endlagersuche mit reinnimmt, dann ist die gesamte Lieferkette praktisch, die dann sich drumherum um diese einzelne Kilowattstunde dreht, auch so sehr mit Emissionen versetzt, dass streng genommen, zumindest mittelbar, der Atomstrom ganz und gar nicht treibhausgasfrei ist. Ist einfach nicht so. Und es ist zu teuer. Es hat auch nur gut funktioniert, weil über Jahrzehnte hinweg krasse Subventionen für Atomkraftwerke gemacht haben. Es ist auch nicht besonders flexibel, was für eine sich wandelnde Verbraucher- und Erzeugerwelt eben auch nicht gut funktioniert. Es gibt so vieles, was gegen Atomkraft spricht. Genauso wie es vieles gibt, was gegen Kohlekraft spricht. Und es gibt noch vieles, was wir an Erneuerbaren verbessern müssen. Aber daran sehen wir trotzdem schon mal die Unterschiede. Ja, wir können an den Erneuerbaren auch noch was verbessern. Das können wir an den anderen Quellen von Strom nicht unbedingt. Da sind wir am Ende schon angekommen oder können zumindest nichts mehr greifbar optimieren. Daher ist die Entscheidung am Ende gar nicht so schwer, finde ich. Und würde es die öffentliche Meinung in Deutschland noch ändern? Der Abschied von der Atomkraft ruht auf einem breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens, der über Jahrzehnte gewachsen ist.
Aha. Für Deutschland ist die CO2-freie Stromerzeugung auch ohne Atomkraft zum Greifen nah. Vorausgesetzt, die Energiewende wird mit aller Konsequenz in die Tat umgesetzt. Ja, wow. Also dafür, dass man am Anfang ein sehr fragwürdiges Framing aufgebaut hat, ist dann ganz am Ende doch klar gesagt, naja, baut Erneuerbare zu, baut den Rest zu, dann funktioniert das auch. Naja, hätte man auch am Anfang so sagen können. Dieses ganze Framing rund um Atomstrom ohne, schaffen wir das doch gar nicht. Das war gar nicht nötig. Naja, interessant. Vielleicht konnte ich euch da ein paar Sachen ein bisschen einordnen. Ich bin natürlich auch da ein bisschen emotional in dem Bereich, weil ich mich ja auch mit Aufklärung rund um solche Energiefragen beschäftige. Dafür gibt es unter anderem ja diesen YouTube-Kanal. Und es regt mich auf, wenn heutzutage Argumente von vorgestern immer noch als wahr hingestellt werden. Es gibt immer wieder sehr, sehr fragwürdige Argumente, die einfach nichts mit der Realität zu tun haben oder die zumindest nichts mehr mit unseren heutigen Kenntnisständen zu tun haben. Und genau da sollten wir versuchen, möglichst gut voranzugehen und jetzt einfach die Energiewende, die Nachhaltigkeit, den Klimaschutz und Umweltschutz mal nach vorne zu stellen und hier das Richtige zu tun. Mal schauen, was sich da rundherum noch entwickelt. Habt ihr soweit auch irgendwelche Fragen, Kommentare zu dieser Doku oder zu den Themen, die da drin waren? Oder habt ihr Beispiele für andere Videos, auf die ich mal so reagieren sollte? Dann gerne mal unten in die Kommentare packen. Das Einzige, was mir Sorge macht, ist die Länge dieser Videos, weil es für ungefähr 11 Minuten Inhalt habe ich etwa 40 Minuten gesprochen, ein bisschen mehr. Naja, so wird es halt. Sagt mal ruhig eure Meinung, ob solche Formate für euch auch interessant sind, dann werden wir noch mehr solche Reaction-Videos machen. Okay, soweit war es das dann für heute. Like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr auch die nächsten Videos nicht verpassen wollt und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.